Freunde, willkommen zurück auf der Niedersachsen. Nachdem ich mir in der letzten Folge ja so einen kleinen, ganz kleinen Fauxpas geleistet habe. Er steht hinter mir. Arkosin Multipack D14 geliehen. Ein Glück nur geliehen. Muss ich das jetzt natürlich korrigieren. Und wir müssen unsere Ballen einsammeln. So, dementsprechend geben wir das Gerät jetzt zurück. Die 120 cm Ballen sind dann doch nicht das, was ich gepresst habe. Nein, nicht reparieren. Einfach gib's zurück. Gib's zurück, ich möchte es nicht mehr sehen. Nein, die Konsole möchte ich auch nicht sehen. Dankeschön. So, und da hinten steht dann auch schon das eigentliche Objekt der Begierde. Ich habe mich noch gewundert, warum ist der, wie kann der denn so klein sein? Das ist aber komisch. So, hier steht der benötigte Ballenwagen. Der Arkosin FSX. Und so weiter und so fort. Ne, so wird das nix. So wird das nix. Muss das schon gerade vor. Ja, okay. Lass ich gelten, oder? Ja, ja. Lass mal gelten. Alles gut. So. FSX 6372. So. Den habe ich eigentlich haben wollen. So, den schicken wir jetzt auch schon mal rüber zum Feld. Denn ich möchte noch was mitnehmen. Das kannst du ausmachen. Und nochmal rüber zum Feld. Mann, was, allein was wir an Sprit hier verballert haben. Da fährt das schmucke Stück. Sehr schön. So, ich möchte aber noch eine Sache ausleihen. Zack. Und zwar hier Tiertransport. Und hier den Knies VA8. Für 8 Rinder, die da reingehen. Denn zumindest die ersten Rinder möchte ich doch selber holen. Nicht alle, das ist wahrscheinlich zu viel. Ich würde den Stall aber auch tatsächlich gar nicht komplett voll machen. Ne, den wollen wir mieten. Mieten reicht. 861 Euro. Ich glaube, ich sollte alles mieten. Ich sollte nichts kaufen. Einfach mieten. Damit fahre ich definitiv sicherer. So. Deswegen habe ich nämlich auch schon den Fast Truck hier mitgenommen. Da sollte das gute Stück nämlich ankoppelbar sein. Und der einzig größere Hänger, da wären dann 9 Rinder raufgegangen, die hier gepasst hätten und nicht gleich ein Tieflader gewesen wären. Der war wesentlich teurer. Deswegen habe ich mich hier jetzt dafür entschieden, den Knies zu leihen. Schön, ne? So, jetzt müssen wir aber einmal gucken. Ich weiß gerade gar nicht, wo ist eigentlich der Viehhändler? Lass mal schauen. Wo haben wir den Viehhandel? Hatte der nicht immer so ein... Das sieht mir ganz verdächtig aus. Viehhandel. Ja, okay. Wunderbar. Dann nicht die erste zu uns rein, sondern einmal hinten rum. Schön, schön. Dann fahren wir da mal eben hin. Und dann holen wir unsere ersten Rinder ab. Auch wenn, ja, die Silage ist noch nicht durch. Wir haben auch noch gar keinen Futtermischwagen. Den müssen wir auch noch besorgen. Aber wir können ja die ersten schon mal in den Stall stellen. Theoretisch habe ich Gras und Heu. Das könnte ich auch verfüttern. Aber wir wollen ja auf totale Mischration gehen. Dann muss ich da mit dem Unimog rüber auf jeden Fall, damit ich Mineralfutter mitnehme, ne? Brauche ich ja eine Ladefläche. Ja, muss schon fahren. Fahren. Hat doch alles gepasst. Ich weiß gar nicht, was er hat. Wird schon wieder langsamer. Ganz skeptisch. Ja, will er doch was? Will er doch was von mir? Will er doch was von mir?
Nein, alles gut. Ich könnte zwar schwören, dass da rechts vor links war, aber ich habe das Straßenschild tatsächlich gerade nicht gesehen. Wahrscheinlich hatte er Vorfahrt. Oder sie. Entschuldigung. So, ich freue mich ein bisschen. Sehr cool. Und, oh, ich brauche ganz dringend einen Hochdruckreiniger am Hof. Das ist ja brutal hier. Das sieht nicht gut aus. Das sieht aus, als wäre ich irgendwie durch Moor gefahren oder so. So, hier soll irgendwo der Händler kommen. Dann zeig doch mal her. Das hier ist der Supermarkt, würde ich sagen. Geht's hier zum Viehhändler? Das ist verdächtig, ne? Kurzer Blick. Oh, ich bin schon dran vorbei. Der Viehhändler war vor dem Supermarkt. Ja, wir drehen da hinten auf der Tanke. Getankt habe ich gerade am Hof. Tatsächlich. Ich habe den Dieseltank aufgefüllt. Also nutze ich das jetzt nur, um hier einmal zu drehen. Aber ist auch komplett leer hier. Aktuell kein Pächter vorhanden, von daher. So, nicht, dass da wieder irgendwer angerauscht kommt. Nö. Gut. So, wo habe ich denn die Einfahrt verpasst? Also Supermarkt. Check. Und davor ist der Viehhändler. Wäre wahrscheinlich da, wo die ganzen Tierchen stehen, ne? Höchstwahrscheinlich jedenfalls. Hier. Hier wird's reingehen. Ja, ganz verdächtig. Ach, guck mal. Schweinchen. Schäfchen. Und wie mache ich das jetzt? Stelle ich jetzt hier den... Jetzt bin ich gespannt. Mach mal auf. Mal gucken, ob das klappt. So. Und zwar Rinder. Wir wollen ja Milchkühe haben. Da sind die Holsteiner, glaube ich, prädestiniert. Milchviehhaltung und die Brown Swiss, ne? Ja, okay. Milchviehhaltung. Ich würde so einen Mix machen, glaube ich. Zuchtalter erreicht. So, darauf wollte ich hinaus. Dann würde ich heute nämlich mitnehmen 4 hiervon. Ja, 6.200 Euro. Und 4 von dem Brown Swiss. Dass wir so einen Mix haben, würde ich sagen. Auch schon im Zuchtalter. Wunderbar. Mehr passen nicht drauf. Oha. Oh, das ist aber eng. Mensch, geht's euch gut? Wir sind alles Mädels, ne? Logisch. Die Damen, ich werde versuchen, mich zu beeilen, ohne sie zu sehr durchzuschütteln. Aber ein ganz cooler Anhänger. So, unsere ersten 8 Rinder sind verladen. Jetzt gilt es, die Heile nach Hause zu bringen. Ich überlege gerade, mache ich dann 4 in einen Stall und 4 in den anderen? Die haben bei meinen Kuhställen tatsächlich gar keinen Auslauf, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gibt gar keine Außenfläche so wirklich. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Soll man nicht ganz so brutal unterwegs sein hier? Mit den Tieren hinten drauf.
Ah ne, jetzt noch ein Stück. Da vorne müssen wir abbiegen. Ja, da hinten bei der Fabrik. Ah, ich krieg das noch drauf hier. Krieg das noch hin. Ui, kleiner Lag vor der Kurve. Das ist aber böse. So. Und ich habe ja hier in meiner Straßenzeile auch noch diese zweite Fläche. Die habe ich noch nicht gekauft, aber an der bin ich interessiert. Da war sie, glaube ich. Da können dann noch mehr Tiere untergestellt werden. Und da ist, glaube ich, auch ein kleiner Außenbereich mit bei, wenn ich mich nicht täusche. So, die Post ist da. So, die Damen. Wir sind da. Oder wir machen hier die Jüngeren rein. Da die Älteren. Nee, wir machen tatsächlich Braun Swiss, kommen in den kleineren, dann nehmen wir nicht ganz so viele von dann. Und die Holzsteiner kommen in den großen. So, einmal aufklappen bitte. So, die erste Ladung darf ihr neues Zuhause begutachten. Herzlich willkommen. Ich komme gleich vorbei. Ich muss eben noch hier die anderen vier abliefern. Oh, die Zwiebeln beim Nachbarn kommen aber gut, wa? Vielleicht sollte ich mir das Feld sichern. Na? Ihr? Gute Fahrt gehabt, ja? Sehr schön. So, bitteschön, euer neues Zuhause. Auch an euch herzlich willkommen auf Hof Bexon. So, wo kann ich denn hier mal rein? Ist das hier hinten? Ja, ne? Nee? Nee, das ist nicht zum Durchfahren. Ach, in der Mitte kann ich rein. Guck mal. Ja, noch nicht weich genug, ne? Ja, da muss noch Stroh rein. Wir brauchen mehr Stroh. Wir müssen definitiv Weizen, Gerste, was weiß ich was anbauen. Wir brauchen Stroh hier drin, weil wenn die keine Außenfläche haben, ist das mal doof. Oh, kann man das hier runterlassen? Dass ich da ja, nice. Cool. Okay. So, ich mache euch den Durchgang wieder auf. Ja, noch gibt es da nicht so viel zu futtern, ne? Ich weiß, das kommt. Kommt alles, ist in Arbeit. So. Den Part haben wir. Und da ich ja so schlau war, hier hinten so einen kleinen Weg einzufügen, kann ich hier jetzt auch einfach rumkacheln. So, die weiteren Kühe werde ich dann aber liefern lassen. Jetzt immer hier mit dem kleinen Hänger hin und her donnern, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Das ist, glaube ich, wenig erquicklich. So, dann schauen wir nochmal hier vorbei. Ah, da höre ich euch doch schon. Na? Wie sieht's aus? 1, 2, 3, 4 ist noch ein bisschen leer, ne? Ja, müssen wir noch nachlegen. Aber ich wollte jetzt zumindest schon mal bisschen diese Geräuschkulisse haben. Ja, von der anderen Seite wird geantwortet. Sehr gut. Okay, das gefällt mir. Wenn ich dann Futter für euch habe, dann gibt es noch ein paar mehr dazu. Sehr schön. So, aber damit wir an Futter kommen, müssen wir jetzt mit dem richtigen Ballenwagen einsammeln gehen. Oh, falsche Richtung. Beschleunige mal kurz und sprinte. Und da steht er. Ist das nicht wundervoll?
Ah, herrlich. So muss ein Ballenwagen aussehen. Habe ich ja gleich gesagt. Also, habe ja gleich gesagt, das kann so nicht stimmen. So, machen wir ein kleines Picture von. Jetzt haben wir auch den richtigen. Nicht mehr den falschen. Ach, guck mal, meine Taschenlampe leuchtet da immer noch hin. Das ist interessant. So, und da, so ist doch gut. Klack, schönen Baum. Nice. Dann legen wir mal los. In der Hoffnung, dass jetzt alles hinhaut. Hier vernünftige Rundumbeleuchtung eigentlich? Nicht so wirklich, ne? Wird nämlich schon dunkel. Einmal aufklappen. Weiter Versuch. Gut. Den Anhänger kenne ich aber, von daher weiß ich, das wird hinhauen. Zack. Da kommt der erste. Sehr schön. Ah, das ist auch ein gutes Bild. Das ist noch besser. Das nehmen wir. Sorry, aber muss sein. Immer wichtig, auch ein paar gescheite Bilder zu haben, ne? Klack. Das ist doch sehr schön. Damit können wir arbeiten. Das Coole an dem Wagen ist natürlich, dass der das dann auch gleich alles so hinstellt, wie ich angefangen habe abzuladen. Kann ich dann so weitermachen. Das finde ich ganz gut. Dann kann ich dir so einen kleinen Schubs geben. Ja, der Unimog ist nicht schwer genug, wa? Naja, okay. So, ich bin gespannt, wie viel zusammenkommt. Ich habe es tatsächlich nicht gezählt. Geht es eigentlich auch, wenn ich dich... Ja, okay, alles klar. Sehr schön. Ein bisschen weiter von oben hier. Next one. Na, komm. Geht doch. Bin schon immer fasziniert, was es doch alles für Technik gibt, ne? Schon genial. Zack. Haben wir auch. Ja, dann werde ich mich ja tatsächlich mit Stroh einstreuen befassen müssen. Das habe ich bisher nie so richtig gut hinbekommen. Mal schauen, dass ich das jetzt dann in Gang bekomme. Alles Mögliche versucht, also jegliches Gerät, das es da so gibt, ausprobiert, aber irgendwie wollte es nie so richtig hinhauen. Aber da habt ihr dann bestimmt einen Tipp, was ich dann falsch mache, wenn es soweit ist und es nicht klappen sollte. Vielleicht noch mal ein bisschen von innen kann man das. Ja, bei dem hier sieht man das nicht so schön. Sieht das nur so halb im Spiegel? Hätte ich doch den Fast Truck nehmen sollen. Moment, warte mal, sind wir voll? Oh, wir sind ja schon voll. Erste Runde ist schon erledigt. Krass, okay. Na, dann können wir gleich am Hof wechseln. Bringen wir das jetzt mal eben weg. Dann wechseln wir gleich mal auf den Fast Truck. Der hat dann wahrscheinlich auch eine etwas ausgiebigere Rundumbeleuchtung. Er muss Gas geben. Also der KI-Verkehr ist nach wie vor nicht mein Freund. Bin da nicht angetan von.
Ich finde es schon wesentlich einladender jetzt mit dem Tisch, den ich da platziert habe. Wenn man reinkommt und da drauf schaut, finde ich um einiges schöner, als es vorher war. So, jetzt muss ich dich da irgendwie um die Ecke buxiert bekommen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ich folge mal der Schräge da am besten. Mal der vorgegebenen Linienführung folgen hier. So, genau, genau, genau. So habe ich mir das vorgestellt. So, abladen war bestimmt Z. Das sieht doch gut aus. Tick vor. Es ist schon ein cooles Teil, muss man sagen. So schön habe ich es da nicht hingestellt. Gebe ich zu. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir hängen hier den Unimog einmal ab. Und parken den hier mal eben. Zack. Dann hängen wir den Vieranhänger ab. Zack. Und lassen den vom Händler mal eben abholen. Man muss ja nicht alles zurückbringen, ne? Zurückgeben. Brauche ich den noch? Der kostet ja nichts, ne? Ja, wir behalten den nochmal. Ich stelle den hier unter. Kommt hier mal eben neben. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht möchte ich doch nochmal eine Runde machen. Aber mal gucken. Vielleicht möchte ich auch mal irgendwen umsiedeln oder so. Wobei, dann müsste ich mir einen kaufen, ne? Ja, wir lassen ihn jetzt erstmal hier stehen, falls ich doch noch auf die glorreiche Idee komme, selber hin und her zu fahren. So, und weil es mich jetzt tatsächlich auch selber mal stört, das ist ja selten, aber wir packen uns da jetzt so einen Hochdruckreiniger hin. Tools. Was haben wir denn? Den Kärcher haben wir. Haben wir noch irgendwas anderes in der Richtung? Könnte auch einen ganzen Waschplatz machen. Ne? Hier den Stiel. 1550 gegen 4500. Das wird der Stiel hier. Der reicht. Für 4500 kriege ich eine ganze Waschplatte von Kärcher. Hier, hör mal. Kann ich mir auch eine Waschplatte hier hinpacken. Zum Beispiel hier in die Ecke oder so. Ist vielleicht gar, tatsächlich gar nicht doof, ne? Wenn ich mir noch irgendwo so eine Waschplatte platziere. Aber hier in der Ecke geht's nicht, deswegen kommt hier jetzt so ein kleiner Stiel hin. Für zwischendurch mal. So wie jetzt. Und dann einmal absprühen. Boah, das ist ja schon verkrustet. Ist ja brutal. So, jetzt kann man vorne auch wieder rausgucken. Hier hat man ja schon gar keine Scheibe mehr gesehen. So. Unimog bleibt erstmal grün. Ja, guck mal, ich kann wieder rausschauen. Das ist doch sehr gut. So, dich einmal ankoppeln. Und dann die nächste Fuhre.
anderes Bild. Ja, das mit dem Gucken ist hier so eine Sache. Aber es ist jetzt auch schon später, da ist hier nicht mehr so viel los. Wir sind hier auch eher auf so einem kleineren Teil, ne? Eher so ein Vordorf. So, hier kann ich das nämlich auch von innen machen. Guck mal. Zack. Sehr schön. Mal ein bisschen Innenansicht fahren. Bisschen gefährlich sehen die Spitzen aus, ne? Wenn du da mit den Fingern reinkommst, ist, glaube ich, das uncool. Das sollte man vermeiden. Wenn ich das jetzt aber so sehe, hier mit der Ausbeute und dann die Strohausbeute dagegen halte. Bisschen unausgewogen bisher. Läuft aber wie am Schnürchen, würde ich meinen. Ja, Next Step ist dann ja auf jeden Fall ein Futtermischwagen. Hoppla. Sonst ist nichts mit Totalmischration. Ist der schon voll? Das sieht verdächtig voll aus, oder? Ah, nee, ist noch ein bisschen Platz drauf. So, wenn wir den dann haben und das Silage-Silo soweit ist, dann können wir auch den Bestand aufstocken. Und dann da noch ein paar mehr dazu holen. So, jetzt aber voll, oder? Ja, Tatsache. Wie liegen hier denn noch? 1, 2, 3. Oh, 3 einsame Ballen verbleiben. Gut, holen wir gleich auch noch. Könnte man jetzt natürlich zu den bisherigen Kühen reinwerfen, aber wenn ich es noch richtig weiß, man dann später Totalmischration on top wirft, dann futtern die natürlich die und nicht nicht mehr das Heu. Deswegen würde ich das jetzt erstmal vermeiden, denen jetzt schon was zu geben, bis ich dann das richtige Futter am Start habe. Auch gemein, ne? Schon mal auf dem Hof geholt und dann kriegen sie nichts zu essen. Aber wir sind ja kurz davor, dass es Essen gibt. Das ist ein schönes Bild. Ha! Das ist ein richtig schönes Bild. Das finde ich gut. Yes. I like. Auf den Screenshots ist wenigstens tagsüber. So, jetzt davor. Ohne dass es umfällt. Ablassen. Stückchen weiter schieben.
raus und wieder einklappen. Ja, nicht ganz exakt voneinander gestellt, aber passt schon, denke ich. So, dann holen wir uns noch die letzten drei Ballen eben. Ich könnte ich fast beim Ballenspieß holen, ne? Lohnt sich gar nicht so wirklich hier den Hänger für zu nutzen, aber den haben wir auch teuer bezahlt, ne? Das waren jetzt mal so knapp 8000 Euro, würde ich sagen. 3200 und 4900 oder so. Also an die 8000, nicht ganz. Mit meiner kleinen Fehlinvestition, die ich da getätigt hatte. So, sehr gut. Jetzt möchte ich aber einmal sicher gehen auf der Karte, dass ich wirklich nicht schon irgendwo anders noch ein Part gekauft habe. Nein, habe ich nicht. Okay. Noch nichts weiteres mit Tieren oder so eingekauft. Sonst hätte ich da jetzt halt welche hinbringen können. Nee, fahr mal durch. Alles gut, ich will hier gar nicht raus. Ich stehe hier nur, aus Spaß, an der Freude und so. So, der eine schleicht hier lang und der andere kommt dann angeschossen. Wie ein Wahnsinniger. Gut, ich habe jetzt auch nicht zu der Seite so richtig geguckt. Gebe ich zu. Aber ich dachte, ich hätte das so ein bisschen mit dem Augenwinkel... Im Blick hatte ich nicht. Mann, Mann, Mann. Alter Schwede. Ja, die fahren hier rabiaten und heißen Reifen in Niedersachsen. Das kenne ich noch von früher, ne? Als ich da auch noch gewohnt habe. Oh, das ist ja mal ganz großartig angefahren. Aber gut, ich brauche die eigentlich auch gar nicht so exakt davor stellen, weil das sind eh die ersten, die dann wegkommen. Außerdem sollte ich vielleicht schon mal in Entladeposition gehen. Weil der kippt die da ja gleich noch runter. Das passt schon so. So ist doch gut. Lass mal ab. Und wieder einklappen. So. Wunderbar, dann gehen wir uns das Ergebnis doch nochmal angucken. Der kann hier kurz stehen bleiben. Heute wird hier eh nichts mehr gemacht auf dem Hof. Wollen wir mal schauen. 28, 31. 31 Ballen haben wir zusammenbekommen. Sehr schön. Das ist doch gut. Ja, Stroh gegen Heu ist jetzt so ein bisschen... naja. Ist ungleich auf jeden Fall. Muss ich sagen. Aber gut. Ist ein schöner Anfang. Jetzt muss nur noch die Silage da durchgehren. Und dann haben wir's. Dann kommt Mineralfutter an den Hof. Ein Futtermischwagen. Und dann läuft das. Ah, hat schon 5%. Sehr gut. Dauert ja nur ein bisschen. Gut. Aber dann soll es das für heute gewesen sein. Mit unserem Ballensammeleinsatz und den ersten Rindern am Hof, die man jetzt auch schon hört. Das finde ich gut.
freue ich mich drüber. Ja. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Abo wäre natürlich mega. Kommentiert auch gern, wenn ihr Lust habt. Würde ich mich drüber freuen. Könnt ja nochmal Tipps geben, wie ihr das mit dem Stroh einstreuen macht. Ich habe da immer hier für die Front die Gerätschaften habe ich ausprobiert. Und ich habe aber auch die Hänger ausprobiert und irgendwie wollte es nicht so richtig. Also schreibt gern mal. Gut, danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.